Saxophonquartett Lien Chang. Vier Schwestern, wir sind in Holi, im Herzen von Taiwan. Vor 60 Jahren wurde hier das erste Saxophon des Landes gebaut, und zwar von Chang Lien Chang, dem Urgroßvater der Mädchen. Es ist der Beginn einer wunderbar klingenden Erfolgsgeschichte. Die kleine Stadt hat 55.000 Einwohner. Dass dieser unscheinbare Ort in der Musikwelt eine große Rolle spielt, wissen auch die meisten Taiwanesen nicht. Aber im Saxophonbau geben die Handwerker von Holi weltweit mit den Ton an. Das klingt nicht so gut wie bei seinen vier Töchtern, aber Chang Tsung Zhao kann dafür Saxophone bauen. Er ist noch bei seinem Großvater Lien Chang in die Lehre gegangen. Heute leitet er den Betrieb in der dritten Generation. Saxophone wurden uns in die Wiege gelegt. Ich beschäftige mich schon mein ganzes Leben lang damit. Für meinen Großvater war es schwer, die Fabrik aufzubauen. Auch deshalb geben wir uns große Mühe, sein Erbe fortzuführen. ...1947 wird durch ein Feuer das Saxophon der Jazzband von Holi schwer beschädigt. Geld für Ersatz ist nicht da, deshalb zerlegt einer der Musiker, nämlich Lien Chang, das alte in seine mehr als 300 Einzelteile. Er studiert jedes Detail und baut in 3 Jahren ein neues. Das verkauft er und bekommt dafür so viel Geld, dass in Holi plötzlich alle Saxophone bauen wollen. Mein Großvater liebte Musik und er wollte für die Stadt etwas Gutes tun. Deshalb hat er seine Technik nicht für sich behalten, sondern anderen den Saxophonbau beigebracht. Er hatte ein großes Herz, es war ihm egal, dass er seine eigenen Konkurrenten schuf. Daraus wurden 30 kleine Fabriken, die einmal jedes dritte Saxophon der Welt gebaut haben. Jetzt sind nur noch 12 Betriebe übrig, vor allem wegen der neuen Konkurrenz, billige Großproduzenten aus China. Lange wurde hier nur für ausländische Instrumentenfirmen produziert. Um sich gegen die Billigkonkurrenz zu behaupten, verkaufen Betriebe aus Holi mittlerweile ihre handgefertigten Saxophone auch unter eigenem Namen. Abendessen mit der Familie. Die Schwestern sollen das Unternehmen irgendwann übernehmen. Schon jetzt machen die Töchter des Ehepaars Chang als Musikerinnen von sich reden. Sie geben Konzerte, sind im Fernsehen und in der Werbung zu sehen. Ich werde zum Beispiel auf der Straße gefragt, wann wir wieder auftreten, sagt Man Yu. Und die älteste Yu Che meint, eine Schwesternband in der 4. Generation einer Saxophonbauerfamilie ist ja ziemlich selten. Ich höre daher oft, das wäre ja ziemlich cool sein. Und nach Fernsehauftritten werden wir oft angesprochen. Probe im Firmenmuseum. Neben Noten müssen Sie aber auch lernen, wie ein Saxophon gebaut wird. Die älteste Tochter studiert Musik, alle anderen gehen noch zur Schule. Sie lieben Saxophone, weil sie damit alles spielen können, von Jazz bis Klassik. Die Band ist schon einer der wichtigsten Werbeträger für Holi geworden, trotz mancher Misstöne zwischen den Mädchen. Wir gehen nicht gerade zimperlich miteinander um. Ich schimpfe schnell. Da wir Schwestern sind, müssen wir nicht so viel Rücksicht aufeinander nehmen. Die Familie will bald ein größeres Museum bauen, samt Konzertsaal für Musiker aus der ganzen Welt. Und als Erinnerung an Chang Lien Chang, den Vater des taiwanesischen Saxophons.